Bei der Andritz AG ist wirklich alles groß. Richtig groß. Nicht nur der Hauptsitz der Gruppe im Norden von Graz. Man beschäftigt über 25.000 Mitarbeiter an 250 Standorten in mehr als 40 Ländern. Der Jahresumsatz liegt bei über 6 Milliarden Euro. Zukunftsmacher bauen unter anderem Anlagen und Ausrüstungen für Wasserkraftwerke, die metallverarbeitende und Stahlindustrie sowie die Zellstoff- und Papierindustrie. Mein Name ist Christina Madeka. Unsere Maschinen sind der erste Schritt vom Holz zum Papier. Und dazu braucht man diesen Refiner, den Christina noch abnimmt, bevor er ausgeliefert wird. Der Refiner ist ein Mahlaggregat. Im Inneren zerkleinern Mahlplatten die Hackschnitzel und erzeugen Fasern. Diese Mahlplatten bestimmen auch den Grad, wie ich die Faser in zerkleinere und in Einzelfasern auflöse. Das kann von grob sein bis fein. Das stimmt sich alles mit den Anforderungen des Kunden ab. Die Kundenanforderungen werden immer spezieller. Deshalb hat man in Graz das weltweit modernste Forschungszentrum für Hygienepapier errichtet. Mein Name ist Klaus Gissing. Wir entwickeln hier neue Technologien für die Papiererzeugung. TIAC nennt sich das Forschungszentrum samt kompletter Hygienepapierproduktionslinie. Hier testet man, welche Anforderungen eine Anlage erfüllen muss, um hochwertiges Tissue-Papier zu erzeugen. Tissue-Papier wird beispielsweise für Taschentücher, Küchenrollen oder Kosmetiktücher verwendet. Wir können Prozesse nachbilden, eins zu eins nachstellen in der Industrie. Wenn heute die Papierindustrie ein Produkt möchte entwickeln oder optimieren in Richtung Energieressourcenverbrauch, wir können hier die Versuche fahren. Die Versuchsanlage beinhaltet zukunftsweisende Industrie 4.0 Standards. Automatisierte, autonome Produktionslinien sind künftig online vernetzt, liefern Daten und erleichtern so Abläufe und Wartung. Es erfordert großes Know-how der Andritz-Mitarbeiter, um solche Anlagen zu konstruieren. Am leichtesten gehen wir das hin, indem wir die Leute selber ausbilden. Ja, darum ist für uns Lehrlingsausbildung, aber auch Bindung von Studenten ans Unternehmen zu einem sehr frühen Zeitpunkt ist wahnsinnig wichtig. In Graz bildet die Andritz AG 100 Lehrlinge aus. Insgesamt sind es 800. Sie bringen dann ihr Fachwissen und die erlernte Handwerkskunst weltweit im Konzern ein.